Alter, wo bleibt der Rose? Ah, wie immer zu spät, ne? Ja, was denn? Wir haben gesagt, nach Pfingsten beginnt unser EM-Trainingslager. Bist du weich oder was? Ich hab die Bälle, ich hab das Bier, was willst du noch? Na komm, zieh dich um, ich hab richtig Bock. Also, Topfkicker, für euch läuft die Zeit ab jetzt. Nach diesem langen Wochenende sind wir endlich wieder da bei den Topfkriegern. Mein Name ist Steffen Henser und schön, dass wir wieder bei uns sind. Bei dem wohl kuscheligsten, wärmsten Sender, den es in Deutschland gibt, den ZDF. Ja. Und es geht stramm auf die EM zu. Sie haben gesehen, Frank und ich sind jetzt jedes Mal auf dem Fußballplatz. Können Sie jeden Tag jetzt genießen. Frank und ich spielen, zocken, Kopfball, alles. Deswegen heißt es, gleich am Anfang einschalten. Nicht erst zum Schluss. Gleich von vornherein. 15.05 Uhr. Die zwei. Die zwei sind auch wieder da. Ina und Udo, unsere zwei Goldfische, sind wieder sehr gut drauf. Und es ist Zeit für Fütterung. Guck mal, hauen sie gleich ab, ne? Kamera kommt schnell weg. Aber wir locken sie an, wir locken sie an. Kommt, ihr zwei Süßen. Es gibt Fufu. Der Fatih hat fein gekocht. Hat der lecker, lecker Happa Happa gemacht. Komm, 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 komm. Ich habe sie extra 3 Tage nicht gefüttert, damit sie eigentlich nach vorne kommen. Die müssten jetzt eigentlich kommen. So, komm, gib noch eine extra Portion. Ja, das hat auch nicht der Frank gekocht, das hat der Steffen gemacht. Komm. Ja, sei doch nicht so schüchtern heute. Was ist denn los? Ja, die haben jetzt natürlich ein bisschen Pause gehabt, ne? 3 Tage. Das sind die auch nicht gewohnt. Aber die kommen bestimmt noch. Schauen wir uns unseren Warenkorb an. Das ist heute ein Zuschauerwarenkorb. Und zwar schauen wir erstmal, kommen wir zu Fatty hoch. Put, 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 genau. Und zwar ist er von Beatrice Malak aus Großrosseln. Schön mit Wauwi. Aber der Gesichtsausdruck, ne? Ist ja ein bisschen traurig oder so, ne? Ich glaube, die guckt gerade Küchenschlacht. Das sieht so aus. Kurz vor Ende der Küchenschlacht wurde dieses Foto aufgenommen. Aber schauen wir mal, was sich ausgedacht hat. Und zwar gibt es eine feine Naschi-Birne. Denn die haarigen Klönen von Frank Rosin, Rambutan. Pekannüsse gibt's. Weizengrieß. Am besten ist die Witze, mit der man selber lachen kann. Ja. Weiße Bohnen. Basmati-Reis. Und gucken Sie mal, diese feine Tomate, die wir heute haben, die sieht aber lecker aus. Dann haben wir Paprikaschoten in jeder Farbe, jawoll. Chicory als Salat, die Putenbrust, Dörrfleisch und hier kommt sie, die Zutat des Tages. Birnenschnaps. Oh. Wow. Und das ist nicht das Lieblingsgetränk von Helmut Kohl, nein. Oh, alter Schwede, da geht aber was. Da wollen wir schauen. Hier kommen unsere Top 3 Infos. Auf Platz Nummer 3. Hergestellt wird diese Art von Spirituose durch die Vergärung von zuckerhaltigen Früchten, Maische, beziehungsweise den zu Obstwein vergorenen Säften, Most, oder durch das Einlegen von Beeren und Früchten in Alkohol. Auf Platz 2. Birnenschnaps kann aus vielen verschiedenen Birnensorten hergestellt werden. So gibt es neben Weinbirnen, Mostbirnen und Flaschenbirnen auch die bekannte Williams-Christ-Birne, die am meisten zu Birnenschnaps verarbeitet wird. Und auf Platz 1, der Mindestalkoholgehalt für einen echten Obstler liegt bei 37,5 Alkoholprozent. Jawohl, schön. Liebe Kinder zu Hause, die Hausaufgaben gerade haben rechts liegen lassen, es geht natürlich auch ohne, das ist klar. Man kann auch normal Birnensaft trinken. Ich muss einmal kurz antesten. Oh, Alter, puh. Oh, da krieg ich Gänsehaut. Der heißt wahrscheinlich Birnenschnaps, weil man nächstes Tag so eine Birne hat, ey. Oh. Aber naja, und Sie wissen ja, ich ändere was. Ich, auch bekannt als Don Chovy, habe gesagt, nein, ich gehe nicht mehr zuerst zu den Männern, das ist vorbei.
Ich bin Gentleman, deswegen kommen wir zuerst zu den Frauen. Hier sind süß und salzig, Jasmina und Tina. Kommt nicht langsam so eine Hauchroutine auf? Ja. Nein. Ja? Ja, nein. Aber ihr findet das, habt ihr selber gesagt, hier ist so schön. Es ist auch unglaublich schön, aber ohne sagen, Routine. Okay, aber der Warenkorb war ja nicht ganz so einfach, ne? Oder? Ja, wir improvisieren wie immer. Aber ich habe gesehen, ihr habt den Warenkorb eigentlich nicht groß angeguckt. Ihr habt direkt gesagt, no risk, no fun. Und die Männer waren ja auch stark. Aber wir mögen uns so gerne. Ja. Ihr mögt euch? Ja. Und die Jungs. Ach, ihr seid, ach, seid Pär. Ach, ja. Sind jetzt schon Freunde. Seid jetzt schon Freunde. Aber jetzt seid ihr Gegner, das weiß ich schon, ne? Jetzt seid ihr Gegner. Ja, verstehe dich, richtig gut. Aber heute geht es um Geld. Aber Geld? Das muss man ausblenden. Das muss man ausblenden, ja. Okay. Wenigstens für die Zeit. Was liebst du denn heute bei euch? Eine weiße Bohnensuppe als Vorspeise. Weiße Bohnensuppe, ja. Ja. Mit Einlage? Mit Einlage. Das Dörrfleisch als Einlage. Okay. Als Hauptgang gibt es Paprikagemüse mit Putenbrust und... Wenn sie gelingen, die Gnocchis, ansonsten Reis. Gnocchis, was für Gnocchis? Die Weizengräs-Gnocchis. Da bist du gerade dabei? Ja, ich versuche gerade die Milch zu erhitzen und hoffe, dass sie gleich kocht. Und wieso rührst du dir dann Wolf? Naja, damit die nicht anbrennt. Ah, okay. Ne? Und dann wird sie gleich den Weizengräs genau, reingeben? Genau, und dann quält der ein bisschen. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir ganz schnell den Parmesan bekommen. Aus dem Quiz? Genau. Mhm. Und als Nachtisch gibt es gefüllte Naschi-Birnen. Oh. Wie füllt ihr Naschi-Birnen? Lecker. Da musst du Tina fragen. Hört sich gut an. Also, sie haben wirklich richtig, Mädels sind zum dritten Mal dabei. Die Männer zum zweiten Mal haben sie auch entschlossen, weiterzumachen. Hier sind Yannick und Willi. Herzlich willkommen wieder. Unser Männerteam. Und ihr habt euren Namen ja gestern alle Ehre gemacht. Die Spätzle waren ja, ja, war gut. Vorzüglich, ne? Wie oft hast du schon Spätzle gemacht? Schon sehr oft. Schon sehr oft. Sehr oft. Also als Schwabe sage ich mal mindestens einmal im Monat. Also auch nicht so viel, ne? Ach, doch, ich bin jetzt 62. Ach, 62. Da kommt schon so mit zusammen. Bist auch noch frisch drauf, ne? Ja. Geht auch gut durch, ne? Konkurrenz schläft nicht. Konkurrenz schläft nicht, ne? Ist so, ne? Ist das so? Bist du denn vergeben, ja, ne? Ja, ja, schon. Frau sitzt im Publikum. Wie lange? Über 40 Jahre. Verheiratet? Mhm. Oh, wie schön. Ja, meine Frau sitzt im Publikum. Deine Frau sitzt im Publikum? Ja. Wo denn? Dame, die da fängt. Dann gucken wir da vielleicht mal vorbei. Kann sie besser kochen mittlerweile? Weil ihr sagt, ihr habt ja Kochen zusammengelernt, hast du erzählt? Ach, ja. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Okay. Was sind deine Schwächen in der Küche? Ah, dass ich manchmal ein bisschen hektisch werde. Ah, das ist ja genau das Richtige für die Sendung, ne? Nicht wirklich. Deswegen mache ich jetzt auch weiter schnell. Lass mal hören. Meine Herren, was gibt's bei euch? Also das hier wird ein mediterraner Bohnensalat mit ein bisschen Zwiebel, Tomaten. Verstehe. Also die Mädelssuppe aus dem Bohnen, ihr macht so einen lauwarmen Bohnensalat. Genau. Genau. Also Tomate, was kommt noch rein? Tomate, dann ein Stück Essig drin. Ja. Dann kommt zum Schluss noch, bade ich den ganz leicht mit an, nur noch die Bohnen ganz kurz drüber und weg. Das Dörrfleisch, oder? Ja. Alles klar. Sehr schön, Hauptgang. Ja, zum Hauptgang Putenbrustfilet. Mit Chicorée und Paprikagemüse. Ja. Und einen Curryreis dazu, sofern wir den Curry gewinnen. Ansonsten ach, Curry aus dem normalen Basati. Habt ihr genau den Curryreis geschrieben? Nee, wir haben nur Reis geschrieben, glaube ich. Sicher ist sicher, ne? Genau. Ja. Man weiß ja nicht genau. Vorsichtshalber. Alles klar. Dessert. Als Dessert gibt es Kratzete. Was? Also, wir haben geschrieben zerrissenen Pfannkuchen zerrissen, weil hier im Norden kennt man Kratzete ja nicht. Nee, Kratzete ist schwäbischer Schmarrn quasi. Ja. Wie ein Kratzete? Also ein Pfannkuchenteig, einen ganz fluffigen. Ja. Gleich nach dem Rumdrehen wird er zerrissen mit einer Gabel oder mit zwei Gabeln. Und okay, dann gibt es so Zucker-Zimt drüber. Wie so ein Kaiserschmarrn? So die Art. Aber anders geschrieben, Kratzete. Kratzete. Mit K, Kratzete. Ja, genau. Kratzete als Dessert. Kratzete. Was soll man da sagen? Lecker. Kratzete. Kommen wir beschwingt in die erste Quizrunde. Und die Männer, haben wir gehört, hätten gern Currypulver für ihren feinen Reis. Und die Frauen Parmesan. Schauen wir mal, hier ist Quizfrage Nummer 1 für heute. Welche Pflanze gibt es wirklich? A, den Weingummistrauch.
B, die Marshmallow-Pflanze. C, den Schokoladenbusch. Oder D, Spaghetti-Baum. 10 Sekunden ab jetzt. So. Tja, was gibt es? Nicht so einfach. Schwer. Meine Herren, wir haben Schokoladenbaum genommen. Busch. Schokoladenbusch. Schokoladenbusch. Ja. So viel Zeit muss sein. Wie kommt er darauf? Mein Onkel hat's gesagt. Und wie kommt der darauf? Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ja. Hat es gestern am Freitag geholfen? Ging so, ne? Ging gerade. Ne? Ging gerade. Meine Damen, was habt ihr? Auch C. Auch C. Schokoladenbusch. Ja. Wie kommt er darauf? Geraten. Geraten. Dann schaue ich nach. Und es sieht schlecht aus. Weil richtig ist B, Marshmallow-Pflanze. Ah, Mann, wir haben auch ein Foto, sehen Sie hier. Gucken Sie mal. Das haben wir fotografiert auf der Fensterbank von Tine Wittler. Ja? Weil die hofft, dass dann wirklich diese dicken Dinger dran sind. Und es ist so, Marshmallows wurden früher wirklich aus den Wurzelextrakten der Marshmallow-Pflanzen mit Zucker und Ei bereitet. Heutzutage bestehen die Marshmallows aus Stärke, Zucker, Eiweiß, Farbstoffen, Aromen und Gelatine. Deswegen, damals gibt es aber diese Pflanze. Boah, erste Quizrunde. Nicht gut gelaufen. Nicht gut gelaufen. Das ist arg traurig. Schade, ja. Ja. Wollen wir abbrechen? Ja. Wollen wir aufhören? Nein. Nein? Oder wollen wir die zweite Quizfrage hinterher schieben? Ja. Oh, ja. Ja, komm. Komm. Gucken wir. Gucken, dass die Stimmung wieder gut wird. Die Männer hätten jetzt gern Zimtpulver. Und die Frauen wieder Parmesan. Gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. Hier ist Quizfrage 2. Wie heißt eine Kaffeespezialität aus Indien? A. Typhoon-Kaffee, B. Monsoon-Kaffee, C. Hurricane-Kaffee oder D. Tornado-Kaffee? 10 Sekunden und jetzt. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Hier. Männer, was habt ihr? Monsun-Kaffee. Durch den Monsun. Ja. Und warum? Weil ich war schon mal in Indien und ich glaube, also die haben auf jeden Fall eine Monsunzeit, deswegen glaube ich, dass es der Monsun-Kaffee ist. Aha, okay. Meine Damen, was habt ihr? A. A. Typhoon-Kaffee. Der wird nur besonders schnelle Coffee to go, oder was? Ja. Okay. Was ist denn? Darf das in den Ofen auf 170 Grad? Nein, darfst du nicht. Nein, die Schüssel. Die Schüssel? Also das Ding. Das ist ein Teller. Ja, genau der. Eine Auflaufform. Ja? Die sollte das abkönnen. Hinein in den Ofen damit. Dankeschön. Ja. Hinein. Hinein. Und wir lösen auf. Wollen wir ein Foto auflösen oder wollen wir es sagen? Wir sagen es. Und zwar, es ist B, Monsun-Kaffee. Richtig, die Männer. Yep. Und zwar, der aus Indien stammende Monsun-Kaffee wird über Wochen oder teilweise Monate der hohen Luftfeuchtigkeit sowie den Monsunwinden ausgesetzt, wodurch sich nicht nur das Aussehen der Bohnen verändert, sie färben sich gelb, sondern auch der Geschmack des Kaffees. Er erhält ein feines, kräftiges, säurearmes Aroma. So, aber Janik, das musst du ja wissen. Du warst ja in Indien. Ja. Wir haben auch ein Foto hier, guck mal. Beim Elefantenreiten, glaube ich, ne? Ja. Wie lange warst du denn in Indien? 7 Monate. 7 Monate? Ja. Alleine, oder? Alleine, ja. Warum geht man denn 7 Monate alleine nach Indien? Ich musste kein Zivi machen und nicht zum Bund. Und dann dachte ich, ich mache trotzdem was Gutes und gehe und helfe so ein bisschen in einem Projekt. Oh, und was hast du da gemacht? Ja. Ich war auf einer Biofarm. Ich war auf einer Biofarm und habe ein bisschen Bio-Mangos, Bio-Bananen. Biofarm? Ja. Okay, wir haben noch mal ein Foto. Zeig mal, wo war das denn? Das war schon im Norden von Indien, in Rajasthan. Alles klar. 7 Monate. Was hast du auf der Biofarm gemacht? Oder Gemüse angebaut? Oder? Genau, Gemüse, Obst, also vor allen Dingen Mango, indischer Basilikum. Was heißt denn Bio in Indien?
Das ist aus Deutschland zertifiziert. Also, ach so, das kommt dann nach Deutschland, das Gemüse? Auch, ist ein internationales Projekt, aber der Besitzer oder der, ja, die Stelle war eine deutsche Stelle. Also, 7 Monate, also richtig lange, ne? Ja. Wie ist Indien? Sehr schön. Ja? Ich würde es jederzeit wieder tun. Weil viele sagen, Indien, da denkst du, du kommst auf einen anderen Planeten. Ja, ne? Entweder du liebst es oder du hasst es, würde ich sagen. Mentalität der Menschen oder wo liegt das? Komplett anderes Leben. Also die haben auch eine ganz andere Vorstellung von allen Dingen. Bedeutet das mal Beispiel? Ja, sind viel geduldiger. Also in Indien lernt man auf jeden Fall mal Geduld. Da kann es sein, der Zug kommt, er kommt nicht. Bei uns, da regt man sich bei 5 Minuten schon auf über den Zug. Wenn der Verspätung hat. 5 Stunden so, oh ja. Ja, heute kommt er gar nicht, dann laufe ich, gehe ich halt wieder nach Hause, komme morgen früh wieder. Also. Ja. Spannend, da kannst du also mit Curry ganz gut umgehen, oder? Jetzt ist ja nur Zimt geworden, aber. Jetzt ist nur Zimt geworden, ja. Wobei das deutsche Curry oder das englische Curry, glaube ich, ist ja nicht das Curry, das in Indien gibt. Curry heißt dort ja einfach nur Eintopf. Mhm. Bei uns ist das was anderes, die Gewürzmischung. Wie war die Küche denn in Indien? Hat die dir zugesagt? Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich habe auch einen Kochkurs gemacht. Milch? Ein Kochkurs? Wo hast du den denn gemacht? Auch in Rajasthan, bei einer indischen Köchin. Okay, was hat sie gemacht? Was haben wir dort gemacht? Ja, das muss sowieso fahren. Ja, beide arbeiten, sonst gibt's Ärger vom Onkel. Der kann doch quatschen und arbeiten. Ich erzähl dir nachher mehr. Okay, dann lass ich dich mal ein bisschen arbeiten. Dann kommen wir zum indischen Kochkurs nachher. Ich muss diesen Birnenschnaps doch noch mal kurz. Hat was, ne? Hat aber auch Strom, ey. Boah. Mädels, wie sieht es bei euch aus? Super. Wir hätten so gerne Parmesan gehabt. Herrle. Können wir dich bestechen? Bestechen? Ja. Also wir machen das 103 schnell und dann, wenn wir nicht... Ne? Das? Wir machen 3er schnell? Nein. Ach so. Wir machen so, dass wir... Das wäre halt geklappt. Nein, ich möchte, dass wir eine von den 3 und 4 Zutaten tauschen in den Parmesan. Geht das? Nochmal, ihr wollt die Zutaten tauschen. Na, wir wollen halt jetzt nochmal um Parmesan spielen. Ja, spielen noch um Parmesan. Ah. Das ist schwierig. Also Steffen, bitte. Das reicht noch nicht, tut mir leid. Okay. Nein, da muss ich ein bisschen hart sein, weißt du, weil ich weiß, ihr seid echt 2 ganz süße Mädels, ja? Ja, ich so. Ja. Wir wollen ja nicht haben, sondern okay, ersetzen. Herr, pass auf. Meine Herren, ja, bitte. Die Damen fragen, ob sie vielleicht... Die haben im nächsten Twist sich Minze gewünscht und würden gerne den Parmesan von der 2. dagegen eintauschen. Und was kriegen wir dafür? Und sie. Ja? Was können Sie? Würdet ihr zulassen? Passt. Wir würden ihnen auch den Curry geben und wir kriegen den Parmesan. Hey, hey, wir haben vom 3er gesprochen, ne? Nicht vom 3er. Ne? Na gut, dann will ich mal nicht so sein, dann tausche ich das mal aus. Danke. Okay, aber wenn ihr das nicht wisst, dann ist Banane Zitrone, ne? Dann kriegen wir nichts mehr. Genau. Alles klar. So. Und wo wir gerade frisch, fröhlich, frei vom 3er sprechen, ja, kommen wir doch zu unserer Spargelwoche. Meine Damen, die Tafel. So, vielen Dank. Jetzt wird der eine oder andere zu Hause sitzen. Hä? Ist das Wiederholung? Der hat doch heute Spargelwoche gemacht. Nein, diese Spargelwoche kam so gut an, dass wir gesagt haben, wir machen noch eine. Und beim letzten Mal waren das ja eher so klassische Rezepte mit Hollandaise und den ganzen Schnickschnack. Diesmal machen wir etwas ausgefallenere Rezepte. Und zwar machen wir heute einen gebratenen Spargel mit Tomate. So. Dafür brauchen wir, ganz wichtig für Sie zu Hause, Spargel, Fleischtomaten, Panko, dieses grobe japanische Paniermehl, Frühlingslauch, Butter, Petersilie, Sesamöl, Salz und Pfeffer. So, und jetzt geht das los. Und zwar brauchen wir einmal kochendes Wasser, weil wir die Tomaten einmal blanchieren. Das heißt, ins heiße Wasser einmal geben, 10 Sekunden, um die Haut abzuziehen. Dafür von der Tomate, schüpp hier, das Grüne rausschneiden und oben einmal einschneiden. So ein schönes Kreuz, dann lässt sich das nachher einfacher abziehen. Ich zeige Ihnen das nochmal.
So, grün raus. Und oben ein Kreuz. Wenn die mehr nach einem Quadrat ist oder so, dann machen sie es so. Geht auch. Kann ja sein. Aber es passt auf jeden Fall. Dann gehen wir an den Spargel. Und als jetzt machen wir nämlich gebratenes Spargelgemüse. Lassen wir den Spargel wirklich komplett roh. Geschält ist er schon. Und jetzt wird, vorne am Kopf beginnen wir, das Ganze in dünne Scheiben schneiden. Wichtig ist, dass sie sich hier ein bisschen Zeit lassen und nicht zu schnell arbeiten, damit das möglichst gleichmäßige, dünne Scheiben werden. Hinten den holzigen Teil wieder zurück. Den können Sie vielleicht für eine Suppe nehmen oder wenn Sie Spargelwasser machen sollen, dann geht das auch. Ansonsten hier, zack, einfach mit dem Messer runter, leicht schräg, damit der Spargel auch eine gewisse Größe hat nachher in der Pfanne. Nicht so kleine Scheiben. Das reicht auch schon. So. Jetzt die Spargelpfanne nicht ganz so heiß machen. So, komm mal her. Mit ein wenig Öl arbeiten wir am Anfang. Schwupp. Da geht der Spargel jetzt rein. So. Denken Sie an roh anbraten. Jetzt natürlich zur Spargelsaison mit weißem Spargel. Das kann man auch genauso gut mit grünem Spargel machen. Der ist ja mittlerweile ganzjährig zu erhalten. Jetzt beginnt hier das Wasser gleich zu kochen. Währenddessen schnell mal die Zwiebel geschnitten. Nicht zu viel. Einfach nur so klein. Ein paar Streifen, die wir mit zum Spargel geben. So. Knoblauch lassen wir jetzt weg. Der passt jetzt nicht unbedingt dazu. Spargel und Knoblauch, finde ich, ist jetzt nicht die super Kombination. So. Sie merken, mit der Hitze ist schön so ein bisschen Sutsche. Der fängt schon ganz leicht an, hier Spuren, dass er leicht bräunlich wird. Ein schön nussiges Aroma. Schon mal leicht anwürzen. So. Salz und Pfeffer. Dann können wir eigentlich dazu, um den Ganzen ein bisschen Geschmack zu geben, fällt mir gerade ein, noch ein wenig Dörrfleisch nehmen. Dörrfleisch verliert bis zu 50% seines Gewichtes, wenn es dann getrocknet wird. Das muss ich so vorstellen, als wenn, weiß ich, Barbara Schöneberger neben Sarah Wieder steht. Ne? Erst so und dann so. So ist das bei Dörrfleisch. Jetzt hier, schön schneiden. Nicht zu viel, weil es extrem salzig, extrem würzig ist. Einfach ein paar feine Streifen, die wir gleich mit dazugeben. Oh, wir sehen hier, Wasser kocht. Nicht zu knapp. Na, wo haben wir denn? Jetzt kommen unsere Tomaten. In das kochende Wasser. Schwupp. Jetzt zählt man mal geschmeidig bis 10. Wer nicht bis 10 zählen kann, zählt einfach zweimal bis 5. So. So wie Frank oder so, der würde jetzt 5. Dann würde der 1, 2, 3, 4, 5. Dann schwubbidiwupp. Je nachdem, wie fest die Tomaten sind, wie groß, kann es auch mal ein kleinen Tick länger sein. Dann holen wir sie raus. Normalerweise jetzt in Eiswasser geben, aber da wir sie gleich verarbeiten, brauchen wir das nicht. Und jetzt hier muss man gucken, schwupp, kann man die Schale der Tomaten wunderbar einfach abziehen. Wichtig ist auch, manchmal ist es ein bisschen fester, dann lieber mit dem Messer schaben, als sie noch mal reinzuschmeißen. Weil je länger man sie drin lässt, desto weicher wird die Tomate natürlich. So, hier oben an. Und dann schneiden wir daraus gleich das bekannte Tomaten-Congassé, was man auch oft für Salat nimmt oder so. Erstmal schön in Ruhe, sauber arbeiten. So. Den Schmutz weg. Schwupp. Jetzt die Tomate. Vierteln. Fruchtfleisch raus. Das kann man wunderbar aufbewahren, falls man sich eine Tomatensuppe kochen will oder für einen Gemüsefond oder so, das will ich an ihrer Stelle nicht wegschmeißen. Einfach Frühstücksbeutel einfrieren und irgendwann braucht man das mal bestimmt. Wir brauchen jetzt nur hier das Feste von der Tomate. Schauen Sie, das jetzt auch hier. Leicht schräg so und Schneifen schneiden. Jetzt sage ich der eine oder andere, wieso kann man die Haut nicht dran lassen? Die Haut wäre einfach zu fest jetzt bei so einem Bratgemüse. Und die wird sich dann auch einfach lösen. Und deswegen macht man vor, dass man sie blanchiert und abzieht. Jetzt die Tomate mit zum Spargel. So. So. Man sieht jetzt hier, der Spargel hat eine schöne Farbe gezogen. Jetzt geht's los. Jetzt mit der Hitze richtig nach oben gehen. Flocke Butter dazu. So. Die möglichst schnell, dass sie sich ein bisschen auflöst. Dann lassen wir kurz das Rezept angucken. Bisschen Petersilie. Ja, wenn man nicht alles im Kopf haben muss. Was glauben Sie denn hier? So. Petersilie mit dazu. Man hört es schön, dass sie richtig ein bisschen mitbrutzelt. Und jetzt kommt dieses japanische Panko zum Einsatz. Haben wir hier das grobe Paniermehl in die Pfanne streuen. Wenn ihr sagt, Mensch, Panko habe ich nicht, hat nur Paniermehl, ganz normal ist, das geht natürlich auch. Was jetzt passiert, das Panko bindet natürlich die Butter
und das ganze Fett, wo der Geschmack drin ist, an das Produkt jetzt leicht noch mal anrösten lassen. Immer schön bewegen, dass es nicht anbrennt. So. Und jetzt kommt aber noch, wie soll ich sagen, der geschmackliche Clou einmal, unser lecker Dörrfleisch. Das gibt so ein bisschen Würze. Und jetzt einen Hauch dunkles Sesamöl, wirklich nur einen Witscher. Das soll gar nicht groß asiatisch rüberkommen, das gibt dem Ganzen so einen ganz schönen Flavor, weil dieses nussige Aroma vom Spargel passt ganz toll zusammen mit dem Aroma von dem Sesamöl. Und jetzt haben wir hier dieses leicht knusprige Spargelgemüse. Und ich würde sagen, der Auftakt zur Spargelwoche ist gelungen. Yeah, baby. War wieder lecker. Sehr schön. Also, mitbekommen, Spargelwoche Teil 2. Es geht los mit gebratenem Spargel. Morgen eine andere Überraschung. Meine Damen, die Tafel wieder. So, wir schieben mal. Meine Herren, Achtung. So. Steffen, wir wollen auch was tauschen. Dann ihr wollt auch was tauschen? Ja. Ah. Mit euch mache ich aber keinen Dreier, ne? Wenn das klar ist, ne? Ist okay. Hey, hallo, ne? Wenn du tauschst. So ist, ne? Was willst du denn? Statt dem Zimt, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr, nachdem wir ihn schon gewonnen haben, noch mal Curry. Ihr habt jetzt aber Curry in der dritten. Ich weiß. Aber falls wir die auch nicht richtig haben. Die Männer möchten jetzt gerne Currypulver haben, auch in echt. Und die Frauen haben jetzt ihre letzte Chance auf den Parmesan. Ich wiederhole, die letzte. Es sei denn, ihr lasst euch noch was einfallen. Hier ist die Frage 3. Was bedeutet das Wort Schokolade gemäß ihres aztekischen Ursprungs? A. Bitteres Wasser. B. Seichter Wind. Oder vielleicht C. Loderndes Feuer. Oder D. Trockene Erde. 10 Sekunden ab jetzt. Rechtzeitig drücken. So. Männer, es geht ums Currypulver. Was habt ihr? C. Loderndes Feuer. Ja. Wie kommt ihr darauf? Geraten. Wir glauben, die Azteken standen auf Feuer. Okay, das lassen wir so stehen. Meine Damen, was habt ihr? D. Trockene Erde. Weil es so aussieht wie trockene Erde. Ah, weil es schmeckt so gut damals wie trockene Erde. Okay. Ich sag mal so, Quiz läuft mäßig. Weil richtig ist, A, bitteres Wasser. Oh. Okay. Ist ja gar nicht. Schlecht. Schlecht. Ja, damals haben schon Aztekenfrauen gesagt. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Funde herkommen. Ich habe den ganzen Tag so bitteres Wasser gegessen. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Kleiner Scherz. Wir klären auf. Das Wort Schokolade leitet sich von dem kakaohaltigen Getränk der Azteken, wahrscheinlich Zucolattl, ab. Dies bedeutet in der Sprache der Azteken eigentlich bitteres Wasser. Von der Süße, die wir von Schokolade oder Kakaopulver kennen, gab es damals noch keine Spur. Der von Natur aus bitterer Kakao wurde allenfalls mit Vanille oder scharfen Chilis gewürzt. Oh. Sag mal so, ne? Ja, mach mir ein bisschen rein. Heißt das jetzt, dass der Dreier weg ist? Wir lassen mit uns reden. Bitte? Wir lassen mit uns reden. Okay. Da ist Öl drin, Tina. Können wir reintun? I like Medizinstudenten. Fand ich schon immer sehr attraktiv. Meine Fresse, das sieht gut aus hier. Das sieht aber, oh. Erzähl mal kurz, was wir hier Feines haben. Das hier ist so mediterranes Gemüse. Ja, ta 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 ta. Schön abgelöscht mit Weißwein und jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer. Das ist gut. Und was haben wir hier? Das ist mein Versuch an Gnocchis. An Gnocchis? Weizengrieß-Gnocchis, ne? Gnocchis, genau. Ich habe keine Ahnung. Ja, so sehen Gnocchis aus. Manchmal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Oh, man merkt schon, der Löffel gleitet sanft. Wahrscheinlich durch das Gnocchi. Ist gut. Jetzt kommt die Geschmacksprobe. Moment. Schauen Sie mal. Hier, man sieht wirklich, dass der Gnocchi wirklich, der soll auch zerfallen im Mund. Ganz leicht. Das Einzige, was auffällt, er hat natürlich echt einen guten Knoblauch. Wir dachten, Frank mag Knoblauch. Frank mag Knoblauch. Das letzte Mal hat er ja gesagt, es war zu wenig würzig.
Magst du einmal meine Naschi-Bohnen? Jetzt haben wir hier. Ich muss kurz mal hier was probieren. Entschuldige bitte. Weiße Bohnensuppe. Weiße Bohnensuppe. Jedes Böhnchen ein Tönchen. Mal gucken. Ja. Ja. Das muss aber noch mal passiert werden, ne? Durch ein Sieb am besten, ne? Echt? Ja, echt. Weil du hast. Also ich würde sie noch mal durchdrücken. Und ich würde es noch ein bisschen einkochen lassen. Weil die fast ein Ticken. Eieiei, der Pfeffer kommt nach. Ein bisschen, sag schnell, zu dünn ist. Okay. Ist hier? Ja. Lass mal ein bisschen einkochen. Soll ich erst passieren? Nee, lass mal ruhig ein bisschen so einkochen. Dann passieren wir sie. Aber grundsätzlich schon mal schlecht. Jetzt kommen wir. Meine Naschi-Birne. Deine Naschi-Birne. So. Hier, ich habe Zahnstocher. Du hast Zahnstocher? Zum Reinstechen. Warum? Habe ich was im Zahn? Oder? Also. Nein, aber zum Pick. Okay. Ich soll da reinpieken. Na, ich weiß halt nicht, ob die schon durch ist, weil die doch so weich sind. Guck mal, optisch ist er natürlich ein Knaller. Und es riecht auch total lecker, aber ich bin mir so unsicher, ob sie noch drin bleiben soll, nicht, dass sie schwarz ist. Ja, muss sie. Ja, die Birne ist von oben tippitoppi. Aber von aber unten sie nicht, ist, sie ist noch relativ fest. Oh. Lass das ich sie bei 170 drin? Bei 170 wird ein bisschen eng. Du mehr? Hast ja auch Ober-Unterhitze. Ja. Das heißt, wir machen das mal so. Gib mal her. So. Wir machen das einfach mal da über. Okay. Das heißt, er kriegt das nicht mit direkte Oberhitze, okay, aber da von unten noch. Weil ne? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Alles wird gut. Wow. So, meine Herren, da sind wir. Auf unser Fleisch. Ja, klar. Dann gehst du mal mit, Janik, ihr müsst mit dem Pfannkuchen gucken. So. Hier haben wir die Putenbrust. Schön angebraten, immer 90 Grad. Das reicht schon. Reicht schon? Zack, ist schon fertig. Die Wärmeschublade, schon mal das Gemüse probieren. Ja, genau. Also, heiß. Die machen wir mal ein bisschen weiter runter, kurz, warte mal. Okay. Die Wärmeschublade nicht ganz auf Vollgas. Ah, okay. So. Ich wusste gar nicht, dass das schon sind. So, jetzt mal her. Da haben wir jetzt Chicorée und Paprika. Paprika. Okay. Wie zubereitet? Lass mal schön. Gebraten mit ein paar Zwiebeln, Schalotten, Weißwein dazu. Wird nachher als Sud zu unserem Reis und der Putenbrust gereicht. So ein schönes, solides, wie soll man sagen, Schmorgemüse. Genau. Kommt aber gut, kommt gut, kommt gut. Wunderbar. Eine ganz kleine Prise Zucker. Eine ganz kleine Prise Zucker. Okay. Ja. Für die Bitternote vom Chicorée. Super, dann passt's. Hier kommt das Gekretzte, ne? Es wird. Da hauen wir noch mal, bevor du anfängst, auch schnell die Quizrunde raus, die letzte. Und jetzt möchtet ihr Curry haben, ne? Ja, ja richtig. Das wäre natürlich top. Meine Damen, da habt ihr ja nichts gegen, ne? Was denn? Wir die Männer wollen jetzt Curry. Ja, ja. Okay. So, und die Frauen hätten jetzt gerne Majoran. Hm. Und die Männer Curry. Irgendeiner wird jetzt gewinnen, weil hier kommt sie, unsere Schätzfrage für heute. Wie hoch ist die maximale Temperatur beim Kalträuchern? Wie hoch ist die maximale Temperatur beim Kalträuchern? Schade, dass ich meinen Ofen nicht habe. Wie hoch ist die maximale Temperatur beim Kalträuchern? Jetzt wird's spannend. Die Männer sagen, die maximale Temperatur beim Kalträuchern ist 60 Grad. Die Frauen sagen 18 Grad. Und richtig ist 25 Grad. Damit die Mädels. Majoran ist es geworden. Das ist aber, glaube ich, Oregano. Was? Ist das Fleisch? Ja, meine ich auch Oregano. Mein Gott, mein Fehler, mein Oregano. Fehler. Nein, nein, nein. Oregano. Alles gut. Wir gucken gleich mal, wo ihr anrichtet, meine Mädels. Unser wunderschöner, den muss ich auch mal wieder neu machen, ne? Doch schon ein bisschen abgelutscht, das Ding. Das muss ich doch sagen. Also schauen wir mal, wo es hingeht. Und zwar für die Damen geht es auf Weiß. Habt ihr gehört? Ja, Weiß. Männer, ihr seid bei Schwarz. Ja, Schwarz. Okay, okay. Alles klar. Ja. Sehr schön. Ja, sieht gut aus. So, dann, nein, komm ja schon. Sehen Sie, was ich meine? Komm langsam der Sache näher. Doch, doch. Du hast mit viel Weißwein gearbeitet, kann das sein? Nee. Weil sie ist sehr säurebetont. Nee. Hast du Essig dran oder sowas? Nee. Okay. Dann sind das die Bohnen. Also hast du noch Schlagsahne übrig? Ja. Schlagsahne. Schlagsahne. Ja, ist genau. Übrig. Habt ihr noch übrig. Hab also ich kurz übrig bevor gelassen. Ihr serviert. Ich würde an der Stelle, ich habe jetzt überlegt, sieht doch nicht passieren, weil Frank hat ja manchmal erzählt, dass ein paar Stücke drin sind. Einen ganzen Esslöffel Schlagsahne rein. Und dann nochmal durchbringen. Dann kurz bevor du anrichtest, schön aufmixen, dass es richtig schaumig wird. Und dann ist das gut. Und dann das Dörrfleisch ganz leicht rein.
Und okay. Oben drauf die Paprika. Und oben drauf die Paprika, ja. Super, dann danke. Passt das. So, sonst alles gut hier? Sonst alles wunderbar. Bei Ihnen auch alles fein? Gut. Ah, Sie haben ein Opernglas dabei. Hallo. Hallo. Sie müssen mal mein Mikro, ich hab mein Mikro jetzt vergessen. Sie müssen hier reinsprechen. Ihr Name? Ja, Cher, Renate. Cher. Wir sind extra aus Frankfurt ihretwegen gekommen. Extra heute. Aus Frankfurt, ja. Meinetwegen. Okay, und damit Sie den Dick nachher richtig erkennen, braucht. Ah, das hat aber was, muss ich schon sagen. Ja, man sieht doch alles sehr deutlich. Ne? Ja, das stimmt. Okay, schön. Aber glauben Sie mir, wenn Rosinen reinkommen, den erkennen Sie auch ohne. Verspreche ich Ihnen. Ja. Aber sehr schön, dass Sie extra aus Frankfurt gekommen sind. Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank. Ja. So. Es geht nicht. Dann nimm das ganze Ding raus. Braucht ihr mich gerade? Es ist so heiß. Ja. Oh. Oh. Wie kann das sein? Der Ofen hat doch nur 200 Grad. Oh, jetzt. So, was ist denn los? Ich hab's schon. Du hast es schon? Ja. Och, was bist du so leidend heute? Na, weil das echt heiß ist. Warte mal, wenn ich erstmal mein Bett loslege. Ja. Oh Gott. Da sind 200 Grad gar nichts. Das sieht aber gut aus. Wollt ihr das so servieren vielleicht? Das wäre ganz schön. Wäre cool, wenn wir das dürfen, aber da passt ja. Der Deckel nicht rauf. Ach, das ist doch dem egal. Also es sollte so mediterran sein. Ja, aber nicht sein. Jetzt nicht mehr. Die Putenbrust hat jetzt sozusagen ihren Garpunkt. Mehr dann darf sie nicht mehr kriegen. Dann lass ich hier draußen stehen. Genau, mach mal den Ofen warte. Aus. Warte, noch mehr? So. Habt ihr gerade irgendwelche Fragen? Nein. Ich bin fertig. Nein? So. Die Frauen haben keine Fragen. Ich entspanne mich jetzt. Mit meinen beiden Freunden. Entspannen. Mit Ina und Odo. Oh, ja. So muss das sein. Na, ihr zwei. Ihr habt ein Leben, ey. Goldfische vergessen ja alle 10 Sekunden, was passiert ist. Herrlich. Ich sag, Pfingsten war hart. Denn hier den ganzen Tag moderieren, oh Mann. Und gleich kommt wieder die letzte Minute. Sie kennen das ja. Dieser Stress. Die letzte Minute. Links, rechts. Und dann denkst du, es kann nicht schlimmer kommen. Doch, dann kommt das dicke Ende Rosinen. Oh. Ach Gott. Jeden Tag das Gleiche, ey. Warum hab ich nicht Wetten, das bekommen? Mein Gott. 8-mal im Jahr schön den entspannten Fuchs da machen. Hallo und so, George Clooney, fass mich an die Füße. Nein, ich muss hier jeden Tag hart ackern. Aber ich tue es gerne für Sie, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ne? Sie sind es mir wert. Ja, dann wollen wir gucken. Weil wir nähern uns so langsam der Minutengrenze. Wir schauen noch mal, was der Gekretzte macht. Und was sagst du zum Gekretzten? Ja, ganz gut. Bin zufrieden. Ich bin zufrieden, schmeckt wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, schmeckt wirklich gut. Winnie, ich muss sagen, diese schwäbische Küche hast du wirklich aus dem FF drauf. Respekt an das, Respekt. Ja? Genug Salz. So. Bisschen oben Salz drauf, ne? Ja. Alles klar, wollen wir schauen. So, jetzt bauen wir das Brennnesseln hier. Da habt ihr den Reis und eine Soße. Ist das der Bohnensalat? Genau, das ist der mediterrane Bohnensalat. Alles klar, wollen wir noch einmal kurz schauen. Also habt ihr die Bohnen, bisschen Dörrfleisch, ne? Mhm. Dann noch die schöne, feine Tomate. Genau. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, muss man sagen. Habt ihr auch ein bisschen Säure da dran? Haben wir eigentlich, ja. Mal, ja. Den esse ich alle Dinge. Ne? Ja. Genau. Ein bisschen Wein zum Schluss noch. Ganz vielleicht zum Schuss Olivenöl noch. Komm, ja. Und was hast du jetzt vor mit dem Brenner? Da brennt das Birnezeug? 37,5. Wenn das nicht brennt, weiß ich auch nicht. Knapp. Doch, was hast du denn jetzt vor, sag mal? Das schütte ich jetzt ein bisschen drüber und dann zünde ich es an. Und du meinst, das mach erst mal den Brenner an schon mal. So, jetzt schütt mal drauf. So, wollen wir gucken. So, klappt super. 37 brennt nicht wirklich. Ja, 37 muss halt richtig heiß sein, ne? Deutsch. Aber guck mal, karamellisiert schön. Doch, 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 halt noch mal ein bisschen drauf, halt noch ein bisschen drauf. Dann schmecken die noch besser. Sieht gut aus, sieht gut aus. Hier ist die Naschi-Birne. Oh, es wird Zeit anzuhängen. Die letzte Minute beginnt. Holla! Ihr seid schwarz.
schön mixen, ne? Sahne dran. Sehr gut. Habt ihr schon so viele Teller? Ja. Okay. So. Welcher soll es denn sein? So, meine Damen. Schräg halten und abfüllen. 30 Sekunden. Jetzt wird es spannend. Guck mal. Genau, alles muss vorne sein. So, meine Damen. Ab nach vorne. Hopp, 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 hopp. Das Schild noch schnell dazu. Das Schild noch. Gut. 2, 1, vorbei. Meine Damen, zufrieden heute? Ja. Ja? Ja? Gutes Gefühl? Ja. Ja, ne? Ist immer so chaotisch. Bitte? Ist immer so chaotisch. Ah, ist ja gleich vorbei. Gleich wird's viel besser. Meine Herren? Gutes Gefühl, schade um den Curry. Schade um den Curry, ne? Genau. Ihr weint den Curry hinterher. Schauen wir, was er dazu sagt. Hier ist der indische Elefant des ZDF, Frank Rose Rosin. Grüß euch. Rose! Jungs, Mädels, Teil Nummer 2. Ja, ich bin mal gespannt. Das Duell, hier ihr beiden, die Schönen und die Biester. Mediterraner Bohnensalat und weiße Bohnensuppe. Nach Pfingsten habe ich mal richtig Bock, jetzt wieder was Mediterranes zu essen. Zu Hause gab es immer nur so deftiges Zeug. Und ich muss sagen, ich glaube, das wird wieder eine super Sendung mit super Gerichten. Ich kann das schon spüren, richtig. Wird ganz toll. Ein schöner tomatig-schlotziger Bohnensalat, der etwas Schärfe durch die roten Zwiebeln bekommt. Wunderschön, auch leicht gepfeffert. Dann diese Säure von den Zwiebeln. Schön. Die Tomate als Vinaigrette. Ja, dann hier leicht der Schinken dazu. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt die Augen zumachen würde und es wäre ein Tick wärmer hier im Studio, dann würde ich denken, ich sitze irgendwo in der Toskana in irgendeinem Restaurant, Mama Leone, schön, Koma See oder so. Das ist genau die Küche. Spitze. Weiße Bohnensuppe. Rahmige Bohnensuppe, dennoch schaumig. Dann die Einlage hier mit Gemüsen und die Bohnen da drin. Schöner Bohnengeschmack, leichtes Pfeffer, auch ein bisschen auf der Zunge vorne. Leichte Säure, damit der satanige Bohnengeschmack, dieser hülsenfrüchtige Bohnengeschmack schön in den Vordergrund kommt. Das ist es, worauf es ankommt. Das ist nämlich das, was ich Kunst nenne. Ja, nicht das Gebilde, sondern wie man dazu kommt, daraus so einen Geschmack zu bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Hochachtung. Das ist ganz toll. Na gut, ich will es heute mal so machen. Ich muss das heute mal, das ist ja das zweite ja. Aufeinandertreffen. Ich muss das jetzt mal ein bisschen erstmal sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Ich werde erstmal gar nichts sagen. Putenbrust auf Basmati-Reis mit Chicorée-Paprika-Gemüse. So. Mhm. Chicorée-Paprika-Gemüse. Mhm. Sehr schön gemacht, aber etwas vom Geschmack, ein bisschen wenig Geschmack dran. Es ist knackig, es ist gut gemacht, aber da fehlt einfach so
die Erotik, der Gaumensex, der fehlte einfach. Ist ein Vorspiel, ja, aber weiter ist man da noch nicht gekommen. Dafür aber hier... Du wärst doch froh, wenn du mal eins hättest. Ja, das stimmt. Putenbrust, sehr gut gebraten. Schön und saftig möchte ich auch noch mal kurz hier zeigen. Und das ist nämlich bei Putenbrust ganz wichtig. Sonst ist sie nämlich zäh wie Leder und furztrocken. Da seht ihr hier, wunderschön. Dann haben wir Reis. Und soll das hier eine Soße sein? Ja, Gemüse, wie gesagt, zu wenig abgeschmeckt. Putenbrust gut gebraten. Reis. Also, und Soße. Ich weiß nicht, ob es Wasser ist oder Soße. Aussehen tut so, schmecken tut genauso. Ja, was denn? Wir gucken einfach mal, gehen mal nach rüber, was die gemacht haben. Alter. Das sind Kandidaten bei der Sendung Topfgeldjäger, ZDF, moderiert von Steffen Hensler. Jeden Tag 15.05 Uhr, die beste Kochshow Deutschlands. Oh, was ist das denn hier? Sind das etwa... Oh, alter Schwede. Sehen Sie das, liebe Zuschauer? Das ist kein Brustimplantat. Das sind Gnocchis. Boah. Meine Herren. So. Mal gucken. Putenbrust. Mit einer Art Ratatouille, zusammen im Ofen gegart. Es schmeckt hervorragend. Das ist mutig und das ist auch gut. Puh. Also ich kann nicht so kochen, so lecker du. Also ich. Das weiß ich, Frank. Zerrissener Pfannkuchen mit Pekannüssen und flambierter Birne. Zerrissener Pfannkuchen ist nichts anderes als... Na? Kaiserschmarrn. Königsschmarrn. Oh. In Dorsten heißt das halt alles ein bisschen anders. Okay. Mm. Gut gemacht. Schön auch hier fluffig. So muss es auch sein. Ja, schön ein bisschen mit Luft im Teig. Ne? Schön ein bisschen mit Braun. Dass es schön Geschmack hat. Ein bisschen Zucker drauf. Schnaps drüber. Dann haben wir hier diese Birne. Ja, das ist gut gedacht auch. Aber denkt immer dran. Wenn man so eine Birne warm macht, dann muss da auch ein bisschen was dran. Da muss Power Musik dran. Da muss die Musik dran. Da muss Musik dran. Genau. Also technisch gut gemacht, aber hier die Birne, da. Der Schnaps hätte hier dran gemusst. Das wäre es gewesen. Gefüllte Naschi-Birne. Okay. Da haben wir hier die Birnen kurz angebraten. Da ist braune Butter dran. Das ist zum Beispiel etwas, was auch hilft. Dann haben wir hier die Birne. Also das ist Kappes. Das ist hier, da ist eine Savayone drin oder irgendwas zum Überbacken. Im Ofen wurde das gebacken, aber die Birne ist gänzlich hart hier drin. Ja, das schmeckt ganz gut. Aber dann hätte... Ja, hallo. Und dann, was machen hier die Litschi hier?
Es liegen hier Rambutan. Rambutan, ja, sind Litschi, nur eine Art Litschi. Rambutan ist eine Litschi. Nur, dass sie eben eine haarige Haut hat und die normale Litschi hat eben keine haarige Haut. Also das ist jetzt hier, also, da lege ich mal eben einen Litschi dran. Verstehst du das? Schwierig, gebe ich dir recht. Gut gedacht, nicht gut gemacht. Und das hier irgendwie, naja, die Birne schmeckt halt nicht, aber das, der Pfannkuchen ist gut. Wir kommen zum Ergebnis. Liebe Kandidaten, zu mir. Die Suppe war, also die Suppe war spitze, das war auch spitze. Beide gleich, ein Vor. Hier war das Fleisch gut gebraten, aber das Gemüse war nicht gut abgeschmeckt und der Reis ist mir zu fad. Ich wusste nicht, ob es Wasser oder Soße ist. Und das ist sehr individuell, das ist pfiffig, da hat man sich was einfallen lassen. Und die Gnocchis, das ist, glaube ich, die beste Beilage, die bei den Topfkritikern je gemacht wurde. Von daher weiß ein Vorn. Hier der Teig gut gemacht, die Birne aber wirklich nicht gut abgeschmeckt. Hier ist gut gemeint, aber es ist auch, die Birne ist hier noch hart, dann liegt das hier so drin. Und dann diese Litschi, die nicht dazugehört. Von daher auch hier beide gleich weiß gewonnen. Jawohl, die Mädels. Ah, scharf, meine Herren. Meine Damen, kommt her. So. Jetzt die Entscheidung. Hier ist der Warenkorb. Es könnte morgen 10.000 Euro gehen. Und das ist doch ein Korb zum Niederknien. Oh, wir warten noch kurz. Ich will euch natürlich auch nicht drängen. Ihr habt jetzt 4.000. Wie sieht's aus? Gehen wir aufs Ganze? Alles oder nichts. Boah, okay. Das bedeutet, und den Mädels morgen dabei, nochmal vielen Dank an die Männer. Sehr gut, sehr gut. Morgen gibt's neue und wie immer dabei. Frank, Rosi natürlich. Ich sag vielen Dank für heute und freue mich schon morgen auf eine 10.000 Euro Sendung. Hier, Steffen Hensler.